Hallo meine lieben Leute, was geht ab? Mein Name ist Kevin Stachel, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich hoffe, ihr könnt mich gerade hören, denn ich stehe gerade vor Déjà-vu Barbier Hair und lasst mir tatsächlich gleich von einer Freundin namens Biene die Haare schneiden. Es wird lustig, because I don't know for sure what I'm gonna get through here. Aber ich vertraue da einfach meiner Freundin und wir werden sehen, was passiert. Ich werde jetzt reingehen. Hier seht ihr nochmal im Hintergrund Déjà-vu, Barbier Hair. Und wünscht mir Glück. Also während ich noch jetzt auf 5 Minuten warte, bis das Ganze eingewirkt hat, dachte ich mir, erzähle ich euch nochmal ein bisschen zu meiner Haargeschichte. Und zwar ist es eigentlich ganz simpel, ich habe bis jetzt noch nie wirklich was mit meinen Haaren angestellt, außer normal geschnitten und eventuell ein bisschen mit Haarspray gestylt. An Silvester habe ich das erste Mal ein bisschen experimentiert, aber das war es dann auch schon. Ja, und da es halt ein neues Jahr angebracht war und ich mir halt gedacht habe, so, ich will was Neues. Ich muss zugeben, ich habe hier ein bisschen Schiss, dass das irgendwie auf einmal das Brennen anfängt, aber Biene meint auf jeden Fall, dass das nicht der Fall sein wird. Ich bin so gespannt, wie das ausschauen wird. Ich habe echt Schiss, dass es mir nicht stehen wird. Weil tatsächlich war ich schon einmal, wo ich mir so eine Art Undercut machen wollte. Und ich habe halt ein Bild von Pinterest gezeigt. Die Friseurin hat legit einen Rasierer in die Hand genommen, also eine Maschine, und hat auf 2 mm gestellt und hat mir legit bis hier oben alles weg rasiert und ich war so. Und ja, danach wäre erstmal, soll ich sagen, Trauma angesagt. Ich vertraue der Biene da auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, oh, sehen wir mal, was passiert. Ich würde dich dann auch gleich vorstellen. Hi, ich bin die Biene. Noch irgendwelche anderen Infos? Eigentlich nicht. Okay. Das ist jetzt die Fixierung, gell? Genau. Wir haben jetzt quasi eine Dauerwelle gemacht heute. Es ist die Flüssigkeit runtergespült worden und um das alles zu fixieren, kommt jetzt eine Fixierung noch am Schluss drauf. Für mich gerade irgendwie wie so ein Buzzer. Ja. Okay, ich hab's direkt gesehen. Wow. Boah, die war gerade schön. Lol. Hoppala. Ich schau aus wie ein nasser Hund. Also wir haben mittlerweile schon den nächsten Tag. Ich habe jetzt heute Morgen noch ein paar Produkte gekauft, die sie mir empfohlen hat. Und zwar haben wir hier einmal einen Schaumfestiger von Balea, Conditioner von Garnier, Fruchtiges. Und dann haben wir noch für die Feuchtigkeit haben wir noch von Kanto Shea Butter Kokoscreme, so in der Art. Mir wurde jetzt noch vorgeschrieben, dass ich jetzt für 48 Stunden lang nicht mehr oder beziehungsweise nicht duschen darf oder beziehungsweise überhaupt kein Wasser hin darf. Ist ganz okay, ich finde die noch ganz, hier hinten sind sie ein bisschen too much, aber Gott sei Dank muss ich heute nirgendwo hin. Also ich habe echt nicht erwartet, dass das so gut ausschauen wird. Vor allen Dingen, ich hätte halt selber überhaupt nicht erwartet, dass das an mir so gut ausschaut. Aber viele sagen so, das gibt so richtig Sunny Boy, Beach Boy Vibes und das passt halt richtig zu mir. Und ich bin so, wer weiß, vielleicht in the future, maybe there's gonna be some hair color. Also, ihr seid die Ersten, die mitbekommen, wenn ich auf einmal eine neue Haarfarbe habe. Bis auf Weiteres hoffe ich, dass wir uns bald mal wiedersehen. Ciao, ciao, meine Lieben.